Ich erinnere mich viel, also ich habe nie gedacht, aber das ist mir im Kopf geblieben. Wenn ich gesehen, den Pulpo koche mit einer Tomatensauce von Mami oder die Polpette, das sind die Rindsachfleischkügel, die wir auch in Tomatensauce gekocht haben, für 3 Stunden lang, von morgen früh bis am Mittag. Und dann müssen wir immer, weil wir nicht probieren können, wir müssen warten. Ciao, ich bin Salvatore Ferraro, aus Italien, geboren in Caserta, neben Napoli, aufgewachsen in Piemont, in Turin. Und bin 53 Jahre alt und das ist meine Geschichte. Die Philosophie von unserem Restaurant ist eine frische Küche mit selbst produzierten Waren, selber und ausgemachte Produkte auf den Teller bringen, mit kurzer Zeit. Das bedeutet eine frische Küche, express. Express heisst alle Minute und nicht vorgekochte und vorproduzierte Gerichte. Es gibt in der ganzen Welt italienische Küche. Aber was ist die italienische Küche? Da gibt es einen großen Unterschied. Jetzt bin ich da in der Schweiz. Natürlich müssen wir unsere Küche anpassen mit den Leuten von dem Land, wo wir sind. Ich denke, schlussendlich ist das ein Fehler. Weil wenn kann ich mache eine Carbonara mit Speck und Rahm, da bin ich nicht mehr ein Italiener als Gastgeber. Da bin ich ein internationaler Koch, kann ich sagen. Aber ich sehe Ananas auf Pizza, ich sehe Rahm in den Teigwaren. Und heute steht überall Italien, Italien, Italien. Aber von Italien wirklich haben wir nicht viel. Also mein Vater als Chef ist sehr ein Perfektionist, also er schaut sehr aufs Detail. Und zum anderen hat er halt seinen Leitfaden. Und von diesem Leitfaden ist ihn sehr schwierig, davon abzubringen. Auch wenn es eine Verbesserungsmöglichkeit gibt, es braucht mehrere Versuche, bis er mal selber merkt, auch vielleicht ist doch etwas anderes etwas besser, als ich es gesehen habe. Auch in Italien leider habe ich gesehen, es gibt immer weniger italienische Küche. Das heißt, es wird immer mehr so internationalisiert aufgrund, dass die Touristen kommen. Das finde ich einen Fehler. Ein Fehler, weil wir müssen schützen und unsere Kultur. Das Konzept ist das in der Familie. Am Mittag wird ein primo piatto und einen Hauptspieß gegessen. Das heisst, Pasta-Gericht in kleinen Formaten natürlich und dann einen Hauptspieß, Fisch oder Fleisch. Am Abend wird ein bisschen weniger gegessen. Das heisst, kein primo Piatto, kein Pasta oder Risotto, aber sondern nur ein Hauptspieß. Jetzt, wenn wir das Fisch am Mittag haben, am Abend vielleicht Fleisch oder je nachdem auch Gemüse, Salat und so weiter. Weil zum Beispiel, wenn wir starten vom Val d'Aosta, Norditalien, da haben wir fast eine kleine Schweiz. Da wird mit Fontina-Käse Fondue gemacht, wird Cordon Bleu gemacht. Es ist ganz eine andere Küche, wenn wir die vergleichen mit Sizilien. Aber Sizilien ist am Meer, Sizilien hat Fisch, Sizilien hat andere Gemüse. Das heisst, es ist gerade etwas anderes. Vom Nord bis Süd haben wir vielleicht das gleiche Gericht in 20 verschiedenen Arten gemacht. So Marco kenne ich lernen als Kinder. Wir haben in der gleichen Dorf gelebt und haben wir bis der Hotelfachschule gemacht. Und dann er ist als erstes in der Schweiz gekommen, mir angerufen, sagt mir, Salvatore, ich bin in der Schweiz, willst du kommen vor der Wintersaison? Da habe ich gesagt, in der Schweiz.
kommt vorbei bei uns in Luzern. War der Jahrgang 93, glaube ich. Und habe ich in einem Restaurant gearbeitet, als Chef de Service. Und dann habe ich gedacht, aber wieso nicht? Ich habe das Arbeit so gern, ich mache das so gern. Ich glaube, kann ich auch selbstständig werden. War nicht einfach, war nicht etwas, wo wir so entschieden und selbstständig werden. Und dort habe ich verstanden, wenn wir wirklich etwas gut machen, da brauche ich Hilfe von einem Profi in der Küche. Dafür habe ich Marco angerufen. Habe gesagt, los Marco, ich werde gerne etwas kochen, aber etwas Gutes, etwas Wirkliches, wo kann ich sagen, das ist ein Restaurant Italiano. Und dafür ist er gekommen. Er war 15 Tage bei mir in der Küche und hat mir viel erklärt. Heute, nach 25 Jahren, kann ich sagen, ich arbeite immer noch auf dieser Basis. Se posso, appunto, ritornare indietro coi tempi, quando Salvatore mi chiede, guarda che avrei intenzione di aprire un ristorante e quindi mi piacerebbe se mi aiuti e valutiamo insieme come cercare di portare la cucina in Svizzera in questo momento. La mia idea di cucina, ritornando indietro coi tempi, era un momento molto particolare dove c'era proprio un cambio, ma anche in Italia c'era un cambio di filosofia per quanto riguarda il prodotto della cucina. Quindi si stava cambiando da una cucina un po' vecchia, quindi di conseguenza già vista, a una specie di rivoluzione, quindi dove praticamente il prodotto veniva usato in freschezza con tempi molto più rapidi e quindi non c'erano queste cotture lunghe. Quindi la semplicità e l'utilizzo del prodotto soprattutto di stagione. E quindi io credo che in quel periodo, ritornando indietro, ricordandomi quei tempi, si cercava e volevo trasmettere a Salvatore, e quindi nel suo ristorante, il modo di cucinare leggermente diverso dai piatti che c'erano in quel momento qui in Svizzera, della cucina italiana. Und wenn wir den Lokal übernommen und war ein alter Weiz im Prinzip, so eine Weinstube. Dann vier oder fünf Jahre später, wir müssen das renovieren. Das war 2007 und das heißt, ich habe am Schluss müssen das Lokal unten dran auch mieten, um draußen arbeiten. Und da habe ich angefangen, irgendwie eine Komplikation zu haben. Das heißt, vom 30, 35 Platz in dem Restaurant oben sind wir mit der Terrasse draußen, mit Lokal unten auf 100, 130 Platz. Und mit diesem Konzept kochen für so viele Leute, es ist fast unmöglich. Ich will so arbeiten, wenn nicht so, lieber nicht. Dafür habe ich das Mamaleone nach langer Zeit, nach 17 Jahren verlassen. Und habe ich gedacht, ich muss etwas wieder kleines, wo ich drin passe. Jetzt haben wir wieder Radäpfel, dazu geht Mehl mit der Sebe passiert, das schön viel ist. Dann geben wir Eigelb, Parmesan, Ricotta, frische Majoran, Salz und Pfeffer. Dann mischen wir das schön alles zusammen, bis es einen schönen weichen Teig gibt. Wichtig ist, dass wir ein wenig Mehl immer drauf und auf den Tisch haben, dass ihr nicht den ganzen Teig auf den Tisch klebt. Die Größe sehen wir, sind wir zwischen 1 und 2 cm Durchschnitt und in der Länge. Das ist für uns die richtige Größe. Machen wir die Soße, machen wir so kleine Würfel. Jetzt schneiden wir die Tomaten, schneiden, Cherry-Tomaten, die sind etwas süßlich. Das Krevette schneiden wir etwas grösser. Jetzt kommt eine Pfanne auf der Feuer. Schneiden wir etwas abdrücken, dass der Schuh rauskommt von den Tomaten. Voilà. Jetzt können wir die Krevette dazugeben. Schneiden wir mit etwas Gemüsebouillon ablöschen, ganz wenig. Jetzt tun wir Gnocchi, die braucht ihr etwa 2-3 Minuten. Haben wir im Eiswasser, schon gesalzenes Eiswasser,
Kind to Wasser, wo Pasta oder Gnocchi oder irgendetwas mit Mehl kocht, haben wir immer drin viel Stärke. Und das Stärke, das ganz wenig Wasser, gibt nachher in der Soße noch ein bisschen Bindung. Eine kalte vom Kühlschrank extra virgin Olivenöl. Der Schock zwischen kalt und warm macht, dass die Flüssigkeit so ein bisschen cremig wird. Gnocchetti di ricotta e maggiorana, gamberi selvatici, zucchine, pomodorini freschi e buon appetito. Ich kennenlerne meine Frau Emilia im 88. 88 bin ich als Kellner für eine Saison in Source gewesen, in einem spanischen Restaurant. Und dort habe ich sie kennengelernt. Sie war in der Küche als Köchin. Und ja, es ist passiert, dass wir zusammengekommen sind. Sind wir Jahre später nach Luzern zurückgekommen. Wir haben uns verheiratet und ist unsere erste Tochter auf der Welt gekommen. Dann ist Michele auf der Welt gekommen, 1993. Dann ist Giulia, 2000, auf der Welt gekommen. Gastronomie hat Laura immer vom Anfang gesagt, nein, bitte, es ist nicht für mich, ich mache etwas anderes. Der Einzige ist mein Sohn Michele gewesen. Viel Unterschied Vater-Chef gibt es eigentlich nicht. Beim Beruf ist halt eher, du hast es falsch gemacht, du musst es anders machen. Aber vom Rest ist es eigentlich sehr ähnlich, weil auch als Vater ist er streng, und gleichzeitig der liebste Mensch auf der Welt. Und haben wir hier im Cortile 2015 zusammen angefangen. Ich, er, natürlich meine Frau, es müssen immer dabei sein. Und haben wir zwei Koch gehabt, eine Servicemitarbeiterin. Und das ist der Anfang gewesen. La differenza tra gli altri ristoranti e il nostro è che noi usiamo la materia prima sempre molto fresca. E il nostro obiettivo è avere una materia prima e manipolarla il meno possibile e dargli il così come ci arriva, rappresentata nel piatto senza essere manipolata in diverse con tante mani sopra, non essere tanto manipolata, lasciarla al naturale. Allora, in questo ristorante mi sono trovato molto bene fin dall'inizio. Ho trovato come una seconda famiglia, ciò che si crea molto spesso e sovente nella ristorazione, però difficile da mantenere nel tempo. Qua ho trovato molta stabilità in tutto questo. Ho sempre trovato un punto di incontro col mio datore di lavoro Salvatore, affinché riuscissimo ad avvicinare le nostre due ideologie e poter proporre una tipologia di cucina che rimanga sempre sulla base semplice, veloce ed efficiente ed eccellente. Zu Hause kocht Emilia, usse, wenn am Sonntag bin ich zu Hause, da koche ich sehr gerne für meine Familie. Weil da kann ich auch experimentieren, da habe ich Zeit. Da habe ich meine Flasche, meine Glasse Wein betrachtet, kann ich raus mit Zigarren rauchen, dann kann ich wieder in die Küche schauen, probieren. Und das habe ich sehr gerne. Das erste für die Familie, weil das habe ich sehr gerne. Und das zweite, weil kann ich wieder etwas probieren daheim. Wo werden wir selber nachher kritisieren. Viele Leute fragen mich, wieso gibt es keine französische Soße? Weil es ist nicht italienisch. Wieso gibt es keine Soße für Salat? Wieso muss ich selber die Würze? Weil das ist das Beste. Haben Sie Olivenöl da, haben Sie Balsamico hier, haben Sie Zitrone, wenn Sie lieber haben, Salz und Pfeffer, finde ich das Beste für einen Salat. Kochen ist eine Leidenschaft, denke ich. Es ist eine Passion. Dafür gibt es auf dem Markt viele Produkte, die schon fertig bereit sind. Und das geht wieder in meine Philosophie. Das ist nicht das, was wir müssen nutzen. Weil sonst wird es zu einfach. Und denke ich, ein Bouillon, also eine Pfanne Wasser mit zwei Rüebli, zwei Zucchetti, eine Zwiebel drin am Morgen, lo koche.
und arbeiten mit der Gemüsebouillon, wo natürlich ist und nicht so stark schmeckt. Ist nicht wie eine industrielle Bouillon. Das dauert lange Zeit und das macht fast niemand mehr. Und das kann ich verstehen, weil das sind alle Kosten. Wo am Ende Monat irgendwo müssen wir decken. Aber mit der Entwicklung, wo alles größer und schnell geworden ist, es ist verständlich, dass meistens wird mit fertigen Produkten gearbeitet. Aber das gehört nicht in meinen Kopf.